Haben wir. Wow, was haben wir da denn hier alles so gut gefüllt? Ist ja der Hammer. Pass auf, dann nehmen wir hier einmal Eisen raus und tun dann da jetzt Gold rein. Und das kommt dann hoch. So. Und ein bisschen Kobbel können wir auch noch ablegen. Zack. Und ein Andesit, das können wir uns auch irgendwo an eine Backe schmieren. So. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten veranstalten. Ich sollte natürlich mich auch ein bisschen vorbereiten. Wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. Redstone schon mal so lange. Hier mit in die Kiste rein. Mein Gott, das müsste eigentlich eine reine Redstone-Kiste werden. So, haben wir noch irgendwo Leitern? Drei. Könnte leicht mehr sein. Was haben wir hier noch? Eichenholz haben wir noch genug. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir dich hier mal mit und machen daraus Stickies. Habe ich jetzt irgendwas fallen lassen? Ja, habe ich. So, jetzt machen wir uns daraus mal ein paar Leiter. Hier. 27 werden genau nicht reichen. ...33 könnten reichen. Die können wir mal mitnehmen. Und das habe ich ja eben hier weggelegt. Das ist Glas. So, was brauchen wir noch? Ach ja, wir brauchen auch noch Holz, wo wir die Leitern dann dran packen können. Wäre nicht ganz so verkehrt. So, komm, nehmen wir mal 49. Ach komm, lass mal den einen hier, nehmen wir einen Stack mit. So, eine Truhe haben wir mit. Ach so, was wir... Ach nee, komm. Dann machen wir uns eine. Ist ja auch nicht schlimm. Ja, hoppala. Die haben wir auch noch. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich mit den Obdachlosen da hinten? Ich kann denen jetzt nicht auch noch eine Hütte bauen. Wo sind die denn jetzt hin verschwunden? Auch egal. So, dann machen wir uns den Eingang hier wieder frei. So, damit die beiden hier nicht reinkommen, machen wir das hier zu. So, ich könnte die Silk Touch eigentlich nehmen, aber naja. So. Dann nehmen wir dann die beiden Eimerchen. Hier noch ein Andesit und komm, dann nehmen wir so lange Holz. Das war natürlich richtig schlau. Und vor allen Dingen mache ich hier auch nochmal Licht. So. Das Wasser ist jetzt weg.
So. Wir müssen dann was Zentrales machen. Das heißt, wir müssen aber hier okay. Ich mache hier auch meine Fackel dran. Wisst ihr was? Ich hole mal eben die Silk Touch. Okay, so können die auch nicht rein, die Bewohner. Damit wir das Glas wiederbekommen, weil das ist nämlich zu schade, weil wir werden auch sehr viel Glas für unseren Kölner Dom gebrauchen. So, und dich können wir mal mitnehmen. Dann brauchen wir uns keine zu craften. Ah ne, ich glaube, die Silk Touch ist oben am Dom, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Dann ist die hier oben. Yep. Habe ich wirklich alles? Ich nehme die 5 Leiter auch nochmal mit. Sicher ist sicher. Was ich auch mache, ist das hier mal in die zweite Hand nehmen. Dann haben wir auf jeden Fall immer Beleuchtung. Aber wenn wir jetzt schon mal anfangen, eine Etage auszuhebeln. Obwohl den Zuschauerraum da hinten könnten wir lassen. Das müssen wir dann aber ein bisschen anders machen. Das müssen wir alles ein bisschen anders gestalten. So. Dann nehmen wir mal jetzt hier die Silk Touch. Und hier machen wir mal zu. Vorsichtshalber. Nicht, dass wir auch noch irgendwie da runtersegeln. So. Wie machen wir das? Ich mache jetzt hier erstmal. Ach, hier ist ja unsere Leiter. Da mache ich hier jetzt erstmal alles das, was wir nicht brauchen, rein. So, und die kommt daneben. So, und das ruppen wir jetzt hier mal alles raus. Hier haben wir die Fläche und genau hier sind die Monster. Da sind die Monster.
Okay, das heißt, das hier reißen wir jetzt alles mal ab. Ich benutze jetzt erstmal hier die Spitzhacke. Wenn die weg ist, dann fangen wir mit der neuen an. Also mit der Diamantspitzhacke. Und somit bauen wir auch wieder Stein ab. Und das benötigen wir natürlich auch für den Kölner Dom. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich bin mal gespannt, auf wie viele Höhlen wir hier stoßen werden. Wenn wir denn hier die Räumchen so, bis hierhin, das lassen wir hier mal. Aber der Rotz hier hinten, der kommt auch mal. Der kommt auch weg. Und dann können wir eigentlich dich auch weghauen. Dann einmal in die Truhe. Einmal in die Truhe. Dann machen wir hier ein Lämpchen hin und hier ein Lämpchen hin, damit es für euch nicht zu dunkel ist. Und dann gehen wir, ja, noch eine in die Tiefe. Ich glaube, dass ich den Schacht trotzdem verschieben muss. So. Dann nehmen wir die. Und los geht's. Na, geht schon mal ein bisschen schneller. Und ich darf natürlich nicht vergessen, ich muss mir immer einen Aufstieg lassen. Dann machen wir das immer hier. Also ich habe vor, dass erstmal die hier ein bisschen runterplumpsen. Bevor die in die erste Etage reinkommen. Ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir ja sehen. So, dieses Holz tun wir jetzt auch mal weg. Das tun wir mal weg. Ach komm, wir können schon mal wieder ein bisschen entleeren. Ja, und die Schere brauchen wir hier unten auch nicht. So. Ich mache einmal so eine kleine Vorbohrung. So, was haben wir jetzt eigentlich hier für Maße? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und hier war ja dieser Wasserlauf. Okay, wir haben immer einen Vierer. Können wir für hier eigentlich auch schon fast lassen. So, dann gehen wir aber noch ein in die Tiefe. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich bin natürlich auch mal gespannt, ob die... Oh, hier müssen wir gleich aufpassen. Hier geht's gleich runter. Ob die Endermänner vielleicht auch alles auseinanderrupfen, das weiß ich ja jetzt noch gar nicht. So,
Den Aufstieg hier lassen wir uns. Ja. Und ich glaube, ich muss wirklich die... den Abstieg woanders machen. So, hier würden die dann runterplumpsen. Jetzt brauche ich aber doch mal Glas und Holz. Und das muss ich natürlich jetzt auch geschickt anstellen. Wie machen wir das denn am besten? Von hier kommen wir hier runter. Wobei, das könnten wir auch anders machen. Aber wie? Dafür muss ich mal eben hoppala, nach oben. Und nochmal. Hey, habe ich noch nicht Toggle Down voll? Hier ungefähr ist ja der Spawner. Wenn ich jetzt hier einfach mal so. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Da ist das Loch. Das heißt, der Spawner muss hier irgendwo sein. Hier. Hier an dem Baum ist der Spawner. Das heißt, wir könnten uns... damit wir das da hinten zumachen können. Wir hatten vier gesagt, ne? Eins, zwei, drei. Das sind vier. Das heißt, wir könnten hier runter. Ich lasse das Loch trotzdem mal da. So. Genau. Das heißt, wir könnten hier einen kleinen Abstieg machen. Und der geht dann hier dann hinterher weiter. Das heißt, ich muss da oben noch ein Loch machen. Okay, Erde haben wir auch noch. Das heißt, hier. Hier würde ich das so machen. Da die Leiter dran. So, ich mache hier aber wieder zu, damit die Bewohner nicht wieder reinkommen. So, und hier müsste jetzt...
So. Was habe ich denn da gemacht? Hä? So. Jetzt wollen wir das aber nicht bis hierhin haben, sondern meinetwegen nur bis hier.